eigentlich noch im Feld war. Ja. Aufschlagwechsel. Jetzt bei Maria Christine Lianti. Oh, klasse gespielt von Juliane Schenk. Schauen Sie in die Augen der 25-Jährigen. Hochmotiviert, voll dabei und der Blick raus zu Jeroen van Dijk. Lynn Nixie aus Neuseeland überreicht da den neuen Ball an Juliane Schenk. Sie ist zuständig für die korrekte Ausführung der Aufschläge. Das Überwachen der korrekten Ausführung der Aufschläge. Das ist so unscheinbar, was Maria Christine Julianti da spielt. Die bleibt sehr gelassen hier aus dem Handgelenk heraus, noch ganz kurz abgenickt den Ball. Bleibt da ruhig nach außen ganz gelassen, aber ist wirklich eine nicht so unterschätzende Gegnerin, die genügend Biss hat und die auf solche Konzentrationsfehler wie hier von Juliane Schenk warten kann. Wieder eine Feder geknickt, weil Juliane Schenk das Sportgerät hier auch nicht richtig getroffen hat bei diesem Überkopfball. Nach wie vor Aufschlag bei Maria Christine Julianti. Jetzt will sie ein bisschen zu viel. Zuvor hatte sie geduldig die Ballwechsel zu Ende gespielt. Jetzt versucht sie relativ schnell zum Punkterfolg zu kommen. Und das rächt sich, wie Jeroen van Dijk auch schon vorhergesagt hat. Also geduldig bleiben. Ja. Die Halle um diese Zeit schon sehr gut gefüllt. Das zeigt auch, welche Wertstellung Badminton in China hat. Die Nation, da muss man kein großer Prophet sein, die hier in diesem olympischen Badminton-Wettbewerb die meisten Medaillen einheimsen wird. Wenn sie konzentriert bleibt, wenn sie die Ballwechsel zu Ende spielt, hat Juliane Schenk eindeutig die besseren Karten. Aber das ist wie immer leichter gesagt als getan.
Oh, da hat sie Glück. Nach Netzrollern steht es 1 beide. Da war Cross relativ viel offen, also diagonal übers Netz. Aber die Entscheidung muss innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit gefällt werden beim Badminton. Aber nach wie vor Führung für Juliane Schenk. Ja, klasse. Ja, Juli Komm wieder zu schnell versucht, zum Punkt zu kommen. Den schauen wir uns in der Wiederholung nochmal an. Knapp daneben signalisiert der Linienrichter, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl. Aufschlag Maria Christine Julianti. Auch der knapp daneben. Wichtig für Juliane Schenk, dass sie da weiter in Führung bleibt.